Kapitel 7 der Vorlesung Information Retrieval. Evaluierung. Erfolgsmessung. Der Erfolg einer Suchmaschine wird anhand von Maßen für ihre Effektivität und Effizienz bestimmt. Im Allgemeinen bezeichnet man als Effektivität den Grad, zu dem ein Ding in der Lage ist, ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, oder auch kurz seinen Erfolg. Das Gegenstück zur Effektivität ist die Effizienz. Sie wird im Allgemeinen als Verhältnis von nützlicher Arbeit einer Maschine zur hierfür aufgewendeten Gesamtenergie gemessen. Im Information Retrieval werden eine Reihe von Effektivitäts- und Effizienzmaßen eingesetzt. Darunter fallen die Effektivitätsmaße Precision und Recall, F-Measure, Precision at K, wobei K für den Rang steht, Mean Average Precision oder auch kurz MAP, Mean Reciprocal Rank oder auch kurz MRR und Normalized Discounted Cumulative Gain oder auch kurz NDCG. Darüber hinaus werden folgende Effizienzmaße häufig eingesetzt: die Indexingzeit, der Indexing Overhead und die Indexgröße sowie der Anfragedurchsatz und die Anfragelatenz. Wenn man die Messung der Effektivität einer Suchmaschine betrachtet, ist zunächst zu klären, was der Gegenstand der Messung ist, also das gewünschte Ergebnis. Im Falle von Suchmaschinen ist das gewünschte Ergebnis relevante Dokumente für eine gegebene Anfrage. Ziel der Bestimmung der Effektivität bezüglich des Retrievals von relevanten Dokumenten ist es, begründbare Behauptungen aufstellen zu können, wie zum Beispiel folgende: diese Suchmaschine ist effektiv. Oder diese Suchmaschine ist nicht effektiv. Suchmaschine A ist effektiver als Suchmaschine B. Oder Suchmaschine A ist um den Faktor X mal effektiver als Suchmaschine B. Diese Suchmaschine erreicht die höchste Effektivität in ihrer Suchdomäne. Eine wichtige Eigenschaft des gewünschten Ergebnisses einer Suchmaschine ist, dass die Ergebnisse zweier Suchmaschinen zum gleichen Thema vergleichbar sind. Ein menschlicher Gutachter kann sich beide Ergebnisse anschauen und feststellen, welches das bessere ist. Die Ergebnisse von Suchmaschinen lassen sich damit sortieren oder sie unterliegen einer Halbordnung, sofern es Ergebnisse gibt, bei denen man nicht eindeutig sagen kann, welches das bessere ist. Dies eröffnet die Möglichkeit der Quantifikation der Effektivität. Als Quantifikation oder auch Messung wird im Allgemeinen die Abbildung von Eigenschaften von Objekten auf Zahlen betrachtet. In unserem Fall also die Abbildung der Güte von Suchergebnissen auf Zahlen. Damit genügt es, Suchergebnisse und folglich die Suchmaschinen selbst, die sie geliefert haben, anhand ihrer Maßzahlen zu sortieren, um festzustellen, welche die besten Suchergebnisse liefert. Eine solche Quantifizierung kann als hinreichende Begründung für die vorigen Behauptungen herangezogen werden. Sofern die Vorschrift zur Abbildung von Suchergebnissen auf Zahlen auf für einen Experten nachvollziehbare Weise funktioniert und ihrer Interpretation nach die Eigenschaft der Güte eines Suchergebnisses erfasst. Die vorherigen Aussagen lassen sich unterteilen in absolute Behauptungen und relative Behauptungen. Die Aussage "Diese Suchmaschine ist effektiv" ist eine absolute Behauptung, wohingegen die Aussage "Suchmaschine A ist effektiver als Suchmaschine B" eine relative ist, da sie zwei Suchmaschinen miteinander in Beziehung setzt. In der Forschungspraxis sind absolute Aussagen schwer zu verteidigen. Absolute Aussagen über die Qualität eines Ansatzes erwecken eher den Eindruck von Versprechen,
wie man sie in der Werbung häufig hört. Zum Beispiel, dieses Auto fährt am schnellsten, ist nur dann beeindruckend, wenn man geflissentlich verschweigt, dass das nächstschnellere Auto nur ein Bruchteil langsamer ist und nur halb so viel kostet. Da man in der Forschung selten bei Null anfängt, also das allererste Verfahren zur Lösung eines Problems vorstellt, ist die Verbesserung gegenüber den bisher besten Verfahren zur Lösung eines Problems, dem sogenannten State of the Art, von großer Bedeutung in der Bewertung eines neuen Beitrags. Und selbst wenn man tatsächlich einmal der Erste ist, der eine neue Lösung für ein Problem vorschlägt, wird üblicherweise erwartet, dass man nicht nur eine, sondern mindestens zwei Lösungen miteinander vergleicht. Man benötigt in diesem Fall ein sogenanntes Baseline-Verfahren. Als Baseline werden naive Ansätze zur Lösung des Problems herangezogen, die leicht zu erklären und umzusetzen sind. Auf diese Weise kann man zeigen, wie stark der eigene Ansatz über eine naive Lösungsmethode hinauswächst. Für eine Suchmaschine ist der Gegenstand der Effektivitätsmessung das Suchergebnis. Ein Suchergebnis besteht üblicherweise aus einer sortierten Liste von Dokumenten in absteigender Reihenfolge der Relevanz zur Anfrage. Suchmaschinen errechnen Relevanzwerte für Dokumente, anhand derer sie sortiert werden, die optional mit einbezogen werden können. Um eine Effektivitätsmessung erst zu ermöglichen, werden zusätzliche Informationen darüber benötigt, welche Dokumente tatsächlich relevant sind. Das sind die Relevanzurteile, die von menschlichen Assessoren eingeholt werden müssen. Auf Basis von Rankings und Relevanzurteilen wird ein Effektivitätsmaß definiert, das auf die reellen Zahlen abbildet. Die Art und Weise, in der ein Effektivitätsmaß eine Zahl errechnet, kann als Modell des Verhaltens eines hypothetischen Suchenden interpretiert werden. Es wird hier insbesondere nach Maßen gesucht, die das tatsächliche Nutzerverhalten möglichst gut modellieren, sodass eine Optimierung der Suchmaschine bezüglich dieses Maßes sich direkt positiv auf die Nutzer der Suchmaschine auswirkt. Ältere Effektivitätsmaße basieren in diesem Zusammenhang auf eher unrealistischen Modellen, wohingegen bei jüngeren Maßen mehr Acht darauf gegeben wurde. Grundlegend werden zwei Modelle des Nutzerverhaltens unterschieden, die sich an den zwei Retrieval-Typen Mengenretrieval und geranktes Retrieval orientieren. Erstes Modell: Suchende betrachten das gesamte Suchergebnis in zufälliger Reihenfolge. Zweites Modell: Suchende betrachten das Suchergebnis in der Reihenfolge, in der die Suchmaschine es ausgibt, und entscheiden sich irgendwann, damit aufzuhören. Beachten Sie die Übereinstimmung der beiden Nutzermodelle mit den formalen Eigenschaften der beiden Retrieval-Typen. Beim Mengenretrieval gehen wir davon aus, dass die Suchmaschine eine Teilmenge aller indizierten Dokumente bestimmt, nämlich genau die Teilmenge der relevanten Dokumente. Aus mathematischer Sicht hat eine Menge keine Ordnung. Natürlich kann die Suchmaschine nicht anders, als die Suchergebnisse in irgendeiner Reihenfolge auszugeben. Allerdings gehen wir beim Mengenretrieval nicht davon aus, dass Suchende eine besondere Erwartung an die Reihenfolge der Dokumente haben, beziehungsweise umgekehrt, dass die Suchmaschine keine Vorhersage darüber machen kann, in welcher Reihenfolge die Dokumente für eine Anfrage ausgegeben werden. Diese hängt implizit davon ab, in welcher Reihenfolge die Dokumente in den Postlisten des Indexes stehen, was wiederum davon abhängt, welche Dokumente welche Dokument-ID zugewiesen wurden, was gegebenenfalls davon abhängt, in welcher Reihenfolge die Dokumente der Indexing-Pipeline präsentiert wurden. Beim gerankten Retrieval werden hingegen alle Dokumente gescored und in Reihenfolge absteigender Relevanzwerte ausgegeben. Es wird nicht erwartet, dass Suchende alle Dokumente durchgehen, da sie sonst für jede Suchanfrage alle indizierten Dokumente betrachten würden, was den Sinn einer Suchmaschine in Frage stellen würde. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass Suchende irgendwann aufgeben,
die Suchergebnisse weiter zu explorieren. Das Studium von Effektivitätsmaßen im Information Retrieval entspricht dem des Studiums der Suchenden, ihrem Informationsverhalten bzw. Information Behavior.